Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist endlich wieder soweit für Lost in Horizon in der Offroad Edition. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht im Zuge dieses Formates und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich dachte, was mir persönlich auch immer wieder viel Spaß macht, ist natürlich Buggies zu fahren in Horizon. Man hört die Ironie daraus. Natürlich machen die keinen Spaß, aber genau deswegen fahren wir sie jetzt, als wir sie auch mal gefahren haben. Ja, und mit mir, oder das Leid teilt vielmehr mit mir, der gute Andi, Vince, Beta-Effekt, Fahey, Sturmgolf, Nice Fiber, nur 24-Stunden-Racer, Darf Seini gut, Gartenheini, General Broccoli und Weingott. Grüßt euch alle. Hallo. Hallo. Ja, und normalerweise, wenn wir in Lost In immer so ein Fahrzeugthema haben, dann versuchen wir meistens eine schöne Fahrzeugvielfalt hinzubekommen. Das haben wir hier auch versucht. Allerdings gibt es dann doch nicht so viele Buggies, die in diese Klasse, so wie wir es hier halt wollen, reinpassen. Deswegen gibt es von jedem Buggy jetzt immer zwei. Das heißt, es gibt zum Beispiel zwei Aerial Aerial Nomad, zwei Lumicrafts und so weiter und so fort. Ja, aber das zur Sache. Getuned sind alle auf A800 und ich glaube, Engine Swap haben wir verboten, aber Umbau, also Allradumbau oder sowas war erlaubt. Ich meine, ist auch vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier jetzt durch den Schnee warten wollen. Ja, für all die Zuschauer, die Lost In nicht kennen, ist eigentlich gleich leicht erklärt. Wir sind einfach verloren, weil wir kein Navi haben und müssen irgendwie gucken, ans Ziel zu kommen. Ich würde sagen, einfach zuschauen, der Rest erklärt sich von selbst. Ich würde aber mal sagen, wir beginnen jetzt erstmal damit, dass wir jedem eine Startposition zulosen. Und das machen wir doch einfach auch mal direkt. Andi startet beim Strand, Beta-Effekt, beim See. Und ich merke gerade, ich war ganz schlau. Ich habe im Zufallsgenerator eingegeben, dass er die Punkte löschen soll. Das heißt, nice. Spätestens bei vierten wäre jetzt Schluss gewesen. Ups. So, ja, wo war mal bei Beta? So, weiter geht's. Darf Seini gut beim Strand, Fahey bei der Villa, Gartenheini beim See, General Broccoli bei der Villa, Vince beim See, Nice Fiber beim Strand, nur 24 Stunden Racer beim See, Sturmgolf beim Dorf, Weingott bei der Villa und meine Eins ebenfalls beim Strand. So, ja, Ziele sind wie bei der letzten Offroad-Edition von Lost in die Sehenswürdigkeiten. Ich habe sie extra vorher nicht nochmal studiert. Ja, sondern ich versuche einfach, ich habe alles aus meinem Gedächtnis gelöscht und bin vielleicht heute auch mal wieder lost. Ich meine, bei der letzten Ausgabe war ich zum ersten Mal wirklich richtig lost bei sowas. Das fand ich schon ganz amüsant. Egal. Ich denke, jeder steht und deswegen losen wir das Ziel aus. Und das ist diesmal der Earther's Seat. Ja, das weiß ich wenigstens. Oh, sorry. Achso, wir müssen ja querfeld einfahren. Boah, ich war schon in der Straße. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich dachte gerade, der Earther's Seat ist auf Fortune Island. Ich dachte, ja, ich habe an diesen riesengroßen Berg gedacht, das ist wirklich. Ja, fein. Ist auch so. Andi, ab durchs Meer mit dir. Aber echt, ey. Durchs Meer fahren ist auch querfeld ein. Straße. Ist erlaubt. So, also man ist angehalten bei der Offroad-Version. Ich kriege erstmal ein Achievement. Gut. Über Stock und Stein. Perfekt. Ist man natürlich dazu angehalten, keine Straßen zu fahren, auch keine Schotterpisten oder sonst was. Man sollte nicht querfeld einfahren. Natürlich darf man Straßen kreuzen und so weiter und so fort. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen zu weit. Nach Westen fährt man drauf. Und wenn man mal 50 oder 100 Meter dann auf dem Weg fährt oder so, ist ja nicht schlimm. Manchmal merkt man es ja auch nicht, so wie ich zu Beginn. Ich bin heute mit die Straßen lang gefahren. Aber prinzipiell geht es darum, einfach querfeld einzufahren. Und wie beim letzten Mal sind wir ja auch wieder im Winter unterwegs. Das heißt, alles ist schön einheitsweiß. Damit ist die Verwirrung vielleicht ein bisschen größer. So, sehe ich den Earther's Seat schon? Ne, das ist er nicht, oder? Was ist das? Doch, das ist er. Das muss er sein. Ich sehe ihn. Arthur ist sein Sitz. Sein Plumpsklo. Ich bin noch gerade überlegen, wo war der Aussichtspunkt? Ja, das ist halt die andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt den richtigen Sitz im Kopf habe gerade. Ich auch nicht. Boah, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den. Also, nein, ich bin. Ich werde bei Fortune Island bis auf zwei. Bin gleich da. Fuck, ich glaube, ich habe es verwechselt. Oder? Nee, doch. Das muss es sein. Das ist es. Das muss es sein. Man
Ansonsten stimmt jetzt, wo du sagst, es könnten ja zwei Dinge sein, aber ich glaube, beim anderen ist kein Aussichtspunkt. Das heißt, es muss das sein. So, jetzt ist halt hier eine Straße, aber anders geht's jetzt leider nicht. Ja, also wirklich Offroad erreicht man das Ziel leider nicht. Nee, du musst ein paar Meter über Straße und Ding fahren. Oh, ich bin im schlimmsten Gebiet gerade für den Wind. Normalerweise, wenn ich jetzt durch die Wege fährst, du nämlich nicht fest irgendwie Straße, du kommst komplett Offroad hin. Ja, wir reden hier ja nur von ein paar Metern. So, das müsste eigentlich jetzt hier sein. Ja, da ploppt was auf. Juhu, ich hab's gefunden. Das ist ganz cool, wenn man so da in der Ferne noch so ein Verrücklichter sieht. Ich hab die Neubrainer. Einer ist schon da. Ja, das sieht schon geil aus. Ich bin, glaube ich, komplett lost. Da ist hier kein fester Zaun. Oh, natürlich ist hier ein fester Zaun. Also die beiden, sind es Illumicrafts? Nee, ich bin der Panel. Ah, das ist die Panel. Ja, die sehen sehr ähnlich aus. Ja, aber die beiden sind auf jeden Fall schon mal da. Mit ihren gelben Scheinwerfern. Das sieht man auch nicht so oft im Spiel. Und ich glaube, Andi ist auch schon da, ne? Glaube nicht. Achso, dann war das dein Mate. Sozusagen. Hallo. Könnt volles Teamspiel jetzt draus machen. Oh, ich wurde verarscht. Ich habe hier Lichter gesehen, aber das war nur so ein Mast. Schafft es zuerst. So, Blizzard Mountain, ne? So. Wie bitte? Ich muss mal meine geografische Lage gerade überblicken. So, warte mal, wo ist denn Andi? Oh, komm. Ah, da, okay. Interessant. Du weißt aber schon, wo du bist. Du hast vor der Folge noch gesagt, die Frage ist eher, wo muss ich hin, nicht wo ich bin. Ja, richtig. Du immer weißt, wo du bist. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob du weißt, wo du bist. Ich weiß grob, wo ich bin, nur weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich finde gerade, das ist so paradox, dieser riesengroße Berg, den ich gerade im Kopf habe. Ich finde ihn nicht. Der müsste hinter mir sein, theoretisch, aber ich sehe ihn nicht. Hinter dir? Wie siehst du? Guck mal, du bist hier. Ich kann dir ganz genau sagen, wo der ist. Und zwar, du hast ja keine Himmelsrichtung. Fahr mal ich in die Richtung. Ich schaue gerade Richtung Westen. Dann bin ich mir relativ sicher. Dann fahr mal einfach da, wo du bist, fast exakt nach Norden. Karte Norden. Ja, Karte Norden. Also ist der so nördlich, der Berg? Oh, krass. Ja. Okay. Der ist richtig. Ja, der ist eigentlich auf der Höhe vom Flugblatt sogar. Wenn man es genau nimmt. Ja, das wird ja nicht Arthur Seed sein, wenn du mir sagst, wo ich hinfahren soll. Das ist das falsche Norden, Andi. Das ist, das ist West, wo du lang fährst. Ah, cool, warte mal. Bei der Karte Norden. Also einmal so 90 Grad nach rechts. Bin ich überhaupt jetzt in der Nähe? So, und jetzt einfach mal volle Kanüle die Richtung halten. Ein bisschen vielleicht noch leicht westlicher, aber. Mirko, du bist im Areal. Du solltest dich umsehen. Wir führen jetzt Andi dahin, wo er hin will. Ich weiß nicht ganz genau, wo er hin will. Ja, das ist nicht Arthur Seed, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was sonst Arthur Seed sein soll. Deswegen will ich zumindest dahin. Ja, eben. Da führe ich dich jetzt auch hin. Ohne Super, danke. Oh, aua. Nämlich von da aus siehst du nämlich Arthur Seed. Das kann ich dir nämlich auch schon mal versprechen. Ich sehe erstmal sehr viele Bäume. Ja, das ist egal. Die überfährst du einfach. Mirko, ich glaube, da bist du schon mal vorhin gewesen. Ich kann dir sagen, du bist zwar im Bereich, aber es ist der falsche Hügel. So, wer ist denn noch unterwegs? General Broccoli sucht noch und Sturmgolf ist auch noch auf der Suche. Ja, ich kam vom Dorf, das ist ein bisschen weit. So, jetzt. Nee, ich glaube, da ist noch ein bisschen Hügel. Aber ich glaube, jetzt von dir, also in Fahrtrichtung ein bisschen links und dann müsstest du ihn eigentlich schon sehen. Oder? Nee, diesen Berg. Das, was du suchst. Doch, jetzt aber, oder? Nach den Bäumen. Ja, hier muss er irgendwo sein. Ja, die Bäume durchqueren jetzt links. Links vor dir. So. Genau. Und dann stellen wir uns mal oben hin und gucken uns so an, wo wir hin müssen. Genau, wenn du oben stehst, dann sag ich dir auch, wie der Berg heißt. Und vielleicht heißt er Arthur Seed. Nee, tut er nicht. Okay. Wenn du da so sicher bist, dann kannst du auch jetzt schon umkehren. Nein. Nee, von da oben habe ich wenigstens eine schöne Aussicht. Nee, du siehst auch Arthur Seed tatsächlich von da oben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das reicht. Gib mal Lichthupe, vielleicht sieht man das. Warte mal, aber Arthur Seed ist nicht das, was jetzt quasi vor mir liegt, oder? Also erstmal, da wo du bist, zwecks der Information, ist The Great Ridge, heißt es. Ja, okay. Ja. Und jetzt kannst du, also normalerweise, wenn du jetzt so vor dir, so rechts von dir, müsstest du eigentlich Edinburgh sehen. Ja. Ich weiß wo. Okay. Dann ist ja gut. Du bist auf jeden Fall noch nicht letzter.
An die Folge ist Lost in Panorama. Broccoli hat mittlerweile das Ziel gefunden, ne? Ja. Ja. War ja auch nur direkt daneben, also. Du bist ja, halt der falsche. Das ist korrekt. Du bist. Ich kenne den Bereich, aber nicht den genauen Ort. Also es geht jetzt einem noch so ungefähr. Ja, ich bin ungefähr da, glaube ich, aber man läuft ein Stück weit weg. Peter hat sich neu geportet. Ich habe mir letztens sogar noch einen Wikipedia-Artikel darüber durchgelesen. Fällt mir gerade ein. Ja, dann ist das Ding ist eigentlich Bescheid. Vulkan sogar. Und Vince, die Aussage mit Umschauen hatte mir nicht geholfen, weil ihr hinter einem kleinen Hügel nochmal wart. Peter, ich bitte dich aber dann schon am Ziel zu bleiben, weil sonst würdest du ja indirekt den, die noch suchen, helfen, wo es ist. Ich habe ihn mir angeguckt und dann wird man unten auf der Straße gespawnt. Ja, ich meine, ja. Das ist sogar der einzige Vulkan in Schottland, wenn mich nicht alles täuscht, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Wagen? Das wird gut gehen, ja. So, und hier komme ich hoch. Golf hat es auch erreicht und damit, Andi, herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell. Ja, Lost. Der letzte. Moment, der offiziell Lost, ich genau. Arbeite Lost dran. Scheiße, ich komme nicht hoch. Die erste Person ist ausgeschieden. Wie war das? Ja. Boah, das wäre fies, aber nee, das machen wir nicht. In den Multiplayer-Formaten versuchen wir ja schon Formate zu machen, wo jeder durchgängig eigentlich was zu tun hat. Außerhalb des TVR kann es mal. Was in der letzten Ausgabe? War es die gestrige Ausgabe? Ja, ich hatte ja auch durchweg was zu tun. Aber es war halt sehr. Ich glaube, ich habe es ein, zweimal erwähnt, dass es jetzt nicht so geil war. Ja, Entschuldigung an der Stelle, aber Andi hat nach der Folge auch schon zu mir gemeint, ja, wenn es halt scheiße ist, ist es halt scheiße, um es mal ganz vulgär so auszudrücken. Und dann kann man halt nicht immer ein schönes Spiel zu einem schlechten Spiel zu machen, bla blub. Nee, aber sonst, wenn wir halt natürlich Multiplayer-Formate versuchen umzusetzen. In der Theorie klingen immer viele Ideen geil. Also ich kriege ja echt relativ oft E-Mails mit Ideenvorschlägen, erstaunlicherweise sehr oft zu CVR. Also ich glaube, CVR könnten wir 1 Million Unterformate machen. Ich finde es auch gut, ja, also nicht jetzt falsch verstehen, aber vieles klingt erstmal cool, aber in einem Art Videoformat funktioniert das halt nicht, weil das irgendwie nur aus einer Sicht dann irgendwie cool wäre und alle anderen wären eher so Statisten oder solche Geschichten. Und wir versuchen ja schon in den Formaten das schon so zu machen, dass eigentlich jeder immer auch eine aktive Rolle hat. Auch wenn es eine, ich sage jetzt mal, eine publige Standard-Cop-Einheit ist, hat er ja trotzdem seinen Nutzen. Er muss halt einfach strategisch ein bisschen anders im Team spielen. Und ja, solche Geschichten einfach. Und deswegen wäre das in Lost In, glaube ich, fies, wenn du in der ersten Runde, die, sage ich jetzt mal, nach 10 Minuten vorbei ist, dann raus wärst und die restliche Folge gar nicht mehr mitspielen dürftest. Klingt zwar erstmal cool so, aber ich glaube, das wäre nicht so produktiv für die Spieler, wie auch immer. Gerade weil der Startpunkt ja auch viel ausmacht. So, easy. Ja, das hast du doch geschafft. Alter, kann irgendeiner die Route, die ich gefahren bin, nachzeichnen und mir auf Discord schicken? Das war grauenhaft. Ja, vor allem, du standest ganz unten südlich vom Offroad-Park und dachte so, hm. Ja, gut, dann machen wir aber mal weiter. Und ja, Andi darf auch zuerst wieder zu seinem Startpunkt gehen. Und der ist diesmal die Villa. Beta darf zum Strand, darf Seini gut zur Villa, Fahe zum Strand, Gartenheini zur Villa, Brokkoli zum Dorf, Vince zur Villa, Nice Fiber zum Strand, nur 24 Stunden Racer zur Villa, Sturmgolf zum Dorf, Weingott zum Strand und ich darf zum See. Aua? Was? Was unsichtbar? Bin sicher, schießt dich heute noch, ich sag's dir. Sitzt in dem Auto, wie willst du wieder schießen? Ach, ihr zwei Turteltäubchen. So, das Ziel zu Tode. Wird Derwent Water sein. Okay, das ist jetzt easy. Dass das easy ist? Ich könnte jetzt einen Tipp geben, aber gebe ich nicht. Da wären wir wieder bei dem Sadisten-Thema.
Das ist richtig, es ist nicht auf Fortune Island. Das ist so wichtig gemeint, für Andi, es ist nicht auf Fortune Island. So, auch ich bin im Lego Ziel. Rally. Was? Ja. Ich glaube, kaum, man kann kaum näher starten. Ich glaube, ich war der Einzige sogar. Kann das sein beim See? Ich bin beim See gestartet. Okay, gut, jetzt habe ich, hab ich ja doch einen Tipp gegeben, verdammt. Okay, egal. Dann kann ich... Nee, den Tipp gebe ich nachher. Es gibt genau zwei Stellen, wo es jetzt... Eigentlich gibt es nur eine. Nee, es gibt zwei. Und diesmal weiß ich auch welche. Eine ist sogar noch näher. Are you sure gerade. About that? Ja. Aber ist egal. Ich weiß zwar nicht, ob ich richtig fahre, aber ich weiß, wo ich hin muss. Da suchen wir direkt mal wieder Berg, an die hier. Das Andi. Ist ein super, wenn ich irgendwann Merch rausbringen sollte, der Spruch kommt drauf. Oh shit! Frontflip easy. Ja, interessant. Also, ich sag jetzt mal so, wenn ich jetzt alle so ein bisschen beobachte, sehe ich, dass... Ja, okay, ich sehe... Ich muss fahren. Ich... Das könnte richtig sein, theoretisch. Also, ich glaube, nur 24-Stunden-Racer ist schon mal die richtige Richtung. Beim Rest würde ich jetzt eher sagen, sie sind nicht in der richtigen Richtung. Doch, ich bin in der richtigen Richtung, verarsch mich nicht. Ich bin direkt daneben. Nee, also wenn ich jetzt seine Linie, also ich gehe jetzt davon aus, wenn ich die Fahrtrichtung weiterziehen würde, okay. Dann kommt man da nicht hin. Wie komme ich aus der Situation raus? Was? Wo bin ich denn hier? Achso. Oh Gott. Fuck. Jeder Weg, nicht vorhanden, Error im System. Wie weit kann ich hier durchs Wasser fahren? Ja, das kannst du challengen. Also, okay, Vince ist auch ganz gut unterwegs. Ah, ich darf wahrscheinlich nicht die Brücken verwenden, oder? Doch, das funktioniert nicht. Ich würde sagen, einmal kurz. Die Brücken sind doch noch 50 Meter lang. Also, ich weiß, es ist jetzt blöd, aber ich muss hier entlang fahren der Straße, sonst komme ich hier nicht vorbei. Also ich glaube, Brokkoli hat auch so ungefähr die richtige Richtung gefunden. Und Vince, könntest du nach links oder rechts querfeldein abbiegen. Es wäre sogar schneller auf dem direkten Weg. Was war das vor mir gerade? Das Trailer gerade einfach querfeldein. Das war der Rock B09. Achso, ja, der springt ja auch. Den muss man schon kennen. So, jetzt ist die Frage, hier irgendwo muss das sein. Also. Ja, also Vince, jetzt langsam musst du mal echt querfeldein fahren. Du fährst die ganze Zeit auf der Straße und auf den Wegen. Da muss ich jetzt mal hier die Strengheitskeule schwingen, du. Du nimmst das Format viel zu ernst, Ray. Ja, das nehme ich auch. Ey, das ist E-Sport-ready, das Format. In E-Sport, weiß jeder Bescheid. So, wer wird der Nächste sein? Es ist jetzt nochmal spannend zwischen Brokkoli und nur 24-Stunden-Racer. Und auch Vince, der immer noch auf dem Weg rumfährt. Ich hab das so. Und es ist nur 24-Stunden-Racer. Herzlichen Glückwunsch. Ding, 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 ding. Willkommen bei Derwent Water. Wie fühlen Sie sich so als erster Verlierer? Sorry. Oh, er hat sich gemutet. Er will gar nicht mit uns reden. Ah, hat er vorher einen Niesanfall, aber. Achso. Was sagen so als Ariel-Team eigentlich ganz cool, hier als erster zu stehen? Achso, stimmt. Du bist ja auch ein geil, ey. Nomad-Buddies. Wir sind halt die Nomaden unter den Buggies. So sieht's aus. Das von den nicht vorhandenen Navigationssystemen das Beste. Ja, so sieht's aus. Ja, hast du auch die Riesenantenne drauf installiert? Das ja, natürlich. Ja, siehst du, da haben wir halt. Wir haben halt den Funk nach oben. Da spürt man so Schwingungen, wenn man. Ey, ich hab genau. So. Ja, was? Ui, da ist der ja nächste noch was. Im Ziel. Au. Der Vince hat's geschafft. Ja, auch mal. Jetzt muss ich mal kurz orientieren. Ja, Dritter, immerhin. Ja. Andi, wo bist denn du abgebogen? Ja, Andi wusste ja ganz genau, wo es lang geht, hat er gesagt. Ja, schon. Ja. Er hat seine Orientierungspunkte optimal ausgenutzt. So, wenn du es nochmal so aus meiner Sicht siehst, glaube ich, dann hat man schon gesehen, dass die Richtung nicht so ganz gestimmt hat. Es ist egal, wie ich da hinkomme, Hauptsache ich komme dahin. Das stimmt. Aber ganz kurz, es wäre vielleicht auch hilfreich, wenn alle oder wenn zumindest einer im Ziel stehen bleibt und nicht im Drohnenmodus ist. Oder? Ich bin halt auf der Karte, dass ich es halt zeigen kann. Ja, ich steck wieso? Fest. Ist ja egal, ob er im Drohnenmodus ist oder nicht, oder? Warum muss Dummgolf man. Dass man zumindest ein bisschen Hilfe hat. Also man sieht dann. Ja, das siehst du ja, das ploppt ja auf. Eben, den Punkt siehst du eher als die anderen Autos. Was soll ich tun, wenn ich feststecke? Okay. Du kannst dich zurücksetzen. ADAC-Rufen. Oder ich komme, ich weiß, wo du stehst. Den ADAC. Also, normalerweise. Also, ich gebe jetzt nochmal einen Tipp. Wir sind gestartet, die Folge, auf einer Insel und dann haben wir noch spaßeshalber gesagt,
Ah, gut, den Punkt können wir uns ja direkt mal merken. Ah, ich hab's jetzt. Ich hab mich jetzt schon zum dritten Mal überschlagen. Golf. Du kannst straight die, was du gerade gefahren bist, weiterfahren, ne? Das ist ja bewusst. Mein Fahrer ist doch hier irgendwo. Wer war eigentlich derjenige, der beim Staubahnstamm stehen geblieben ist? Oh, habe ich Derwent Water gesagt? Natürlich Derwent Staubecken, Andi, ja, die sorry. Ja, da. Das ändert natürlich alles. Ich wusste, dass in der Kurve drin lag, aber wo genau, in welcher Kurve? Darf, schieb ihn ab. So, zwischen den beiden wird es nochmal knapp, aber boah, beide haben zielsicher es ins Ziel geschafft. Ja, das heißt aber... Gewinnt. Du bist so früh. Sturmgolf und Fahe sind noch auf der Suche. Sturmi, das war zu früh aus dem Wald. Fahr wieder zurück. Die bessere Richtung hat. Sturmi! Wieder zurück? Ja, ich hab doch gesagt, du sollst gerade durchfahren und nicht einen Halbmond machen. Das war keine gerade Linie, das war ein Halbmond. Ja, jetzt fahr gerade durch. Einmal durch. Und wieder, da bin ich doch schon durchgefahren, zum dritten Mal. Du bist nicht ganz durchgefahren, hör auf meine Worte, vertrau mir, fahr einfach ein bisschen rechts, ja, ja. Vielleicht noch, ein bisschen rechts. Ich würde sagen, fahr hier, braucht ihr erst eher eine Hilfe nochmal. Ja, keinen Sinn, das ist doch gar nicht so bei dem Süden, das ist doch eher im Norden. Na, also Mitte der Karte. Du wärst gerade woanders hinfahren. Also ein Tipp, was ich habe, ist, da steckt ja Water drin in dem Namen, was ja bekanntlich ja. Sowas wie Wasser heißt. Und es hat tatsächlich auch was mit Wasser zu tun. Da ist jetzt mal der See. Ich weiß, dass dann werden wir ein bisschen spezifischer, das ist der Boden in Edinburgh. Und man kann auch dazu sagen, im Winter ist dieses besagte Water tatsächlich zugefroren. Was ja nicht jedes Wasser ist hier in Horizon. Hef, du fährst genau in die falsche Richtung. Was auch nur mal komplett off-topic ein bisschen bescheuert ist, dass dieser Fluss da nicht zugefroren ist. Ja gut, ich meine, in der Regel ist es ja so, da wo Bewegung drin ist, friert es natürlich ein bisschen schwieriger zu, wie da wo es steht, und daher ist es schon eigentlich sinnvoller, dass stehendes Wasser eher zufriert, aber da das ja auch kein richtiger Fluss ist, sondern eigentlich ein Staubeckenfluss, ja, bin ich bei dir. Ist es dämlich. Müsste eigentlich eher der zu hier gefroren sein, aber ja, gut. Wobei der Wasserfall, der auch ein Aussichtspunkt ist, der ist zugefroren, was ja eigentlich eben. Keinen also Sinn ergibt. Nee, ja, eben, wenn es so kalt ist, dass der zufriert, dann müsste das hier auch alles zugefroren sein. Aber gut, vielleicht haben die ja auch eine Heizung oder so verbaut. Man weiß ja nicht, was ist die da. In Großbritannien, da ticken die Uhren halt einfach ein bisschen anders. Das Problem ist, wo ich dauernd hin wollte, war Tasserstörfen Staubecken. Da bin ich dauernd hingefahren. Ja, das ist auch ein versucht zu finden. Das hatte ich am Anfang auch in Gedanken. Aber deswegen, als ich bin es gar nicht so geglaubt. Schnell gesagt hat, ich bin da, dann war mir klar so. Ja, das hätte ich hätte nicht sagen dürfen, wo ich gestartet bin. Ich glaube, das hat vielen schon. Ja, das wissen wir von allen anderen auch, also passt schon. Deswegen habe ich Vince halt gar nicht geglaubt, weil ich war halt so auf Staubecken konzentriert. Ja, ich bin Lügner, hast mich erwischt. Das ist schon ein schlimmer Finger, das wissen wir. Da darf man nicht trauen. Mir kann man nie trauen, weiß ich. Ich bin noch schlimmer als ein. Aber wir halten mal fest, Runde 2, Team Exoseed macht schon wieder den Lost, also sie sind wieder Lost. Was die Mavericks hier erlebt wenigstens, ja. Ja, ihr spielt das Format, ist richtig. Du, ich hab letztes Mal, irgendwie hat mich das sogar gefreut, letztes Mal, als ich mal komplett verwirrt war, wo ich eigentlich dachte, dass halt das Viadukt, dass es halt wirklich hier ist oder hier der Punkt. Aber ja, ich dir fünfmal gesagt habe, da ist es nicht. Ja, ja, egal. Ich wollte dich ja auch noch verarschen, weil ich ganz sicher war, dass es da ist. Und dann habe ich gemerkt, fuck, ich verarsche mich gerade selber, weil ich selber nicht weiß. Aber ich habe mich irgendwie gefreut, dass ich auch mal lost bin, weil in diesem Format war ich eigentlich... Oh no. Nie irgendwie. Ich fand der letzte. Deswegen, das meine ich nicht überheblich, sondern ich finde es ja gut, weil das ist ja der Witz in dem Format, dass man nicht weiß, wo man ist. Egal, wir machen weiter. Runde Nummer 3. Und die ist bekanntlich die interessanteste. Habe ich gehört von einem Freund. Und deswegen darf Andi nämlich bei der Villa starten. Und wie der Effekt zum Beispiel beim Dorf. Darf Seini gut beim Strand. Fahe bei der Villa. Gartenheini bei der Villa. Brokkoli beim Dorf, Vince beim See, Nice Viper beim See, nur 24 Stunden Racer beim See, Sturmgolf, Entschuldigung, beim Strand, Weingott bei der Villa und ich ebenfalls beim See. Hey, da war ich gerade eben schon.
Und jetzt geht's ab zum Viadukt. So. Nee, lustig, nee. Selbst obwohl letztes Mal das Viadukt so einen Aufriss gemacht hat, wenn das jetzt ausgelost werden würde, hätte ich keine Ahnung, wo das ist. Ein Viadukt? Kein Scheiß. Ich kann dich aber beruhigen. Es ist nicht das Viadukt, es ist tatsächlich die Moorhead Windfarm. Ah, okay. Die hatten wir jetzt so oft schon, als dass, ich glaube, man weiß, wo die ist. Das ist nämlich da, wo so eine Mühle ist, auf einem einsamen Hügel. Oh, Jesus fucking Christ. Die hat beim ersten Mal aber auch für gut Verwirrung gesorgt. So, Weingott schreibt mich an während der Runde. Dann möchte ich mit mir sprechen. Ja, ich dachte, das wäre ein bisschen unnötig. Praktisch wie Wayne aus. Okay, sag das doch. Das kannst du ruhig laut sagen. Du okay. Darfst mich öffentlich kritisieren. Das ist sogar nee, ein Mensch. Ich werde es ignorieren und weiterhin Weingott nennen, aber... Ja, du das werde ich dann noch tun, aber das ist ja, das ist, oh shit, das werde ich ja dann auch tun, weil ich ja, ich bin ja kritikresistent, das ist ja bekannt, das ist ja jeder YouTuber eigentlich. So. Nee, also, keine falsche Scheu, wenn ich da was Falsches aussage, gerade beim Nickname oder so, dann immer raus damit. Wo ist jetzt bei dir? Boah. Ja, wo ist der Stadel bitte? Bei der Villa. Ja, das ist schon ziemlich nah. Das Einzige. Ah, das ist immer doof. Ich wusste genau, was sowas ist. Baum. Oh. So, Team ja. Exit seht hier. Sofort abgerannt. Ray, wo bist du? Ich bin auf dem direkten Weg da. Ah ja. Das ist ja nur. Gestalte den Wald nochmal, den Spalt nochmal. Ich bin ja auch am See gestaltet. Weit entfernt, sagt er. Ja, ist es. Ah, da sind ja nochmal welche. Ah! Junge! Oh, die haben auch so schon sichtbar. Davon welche einfach mal, wo es jetzt hingeht. Ach, guck mal, hier geht sogar meine Offroad-Teststrecke lang. Da kenne ich mich aus. Aha. Wieder. Naja, siehst du, muss Heimvorteil genutzt. Naja. Aber eigentlich ist die ja im Umbau. Die Teststrecke. So. Ja, die ist zwar geil zum Autos einstellen und tunen, aber zum Zeitenvergleichen hat sie sich als nicht so gut herausgestellt. Ja, okay. Deswegen bleibt sie eine Teststrecke zum Tunen, aber zum Zeitenvergleichen wird es zwei Upgrades geben. Einmal Rally und einmal Gravel. Ein. Oh, hier ist er. Oh. Hey, geht nur von weg lang. Moment mal. Der Eliminator! Der wird ja übelst weit schon angezeigt. Das ist ja krass. Ja, ja. Wenn wir ihn ja verpasst haben. Ja, Ray, wenn du jetzt noch richtig liegen würdest. Ja, das wäre halt geil. Ich will halt den Special Move machen hier. Unten lang fahren und dann so hochspringen. Ja, gucken wir mal. Ja, ah, so ja. Bin ich jetzt gar nicht gesprungen, leider. Schade. Dran vorbei. Hätte ja klappen können. Ein Sprung. Ach, komm schon. Ja, der Sprung durch die Mühle ist halt echt nicht so einfach, ey. Ja, den nimmt Mirko gerade. Nee, ich hab das zum Gucken genutzt, aber irgendwie ja. Hilft es ja, mir nicht. Ja, du hast das zum Gucken genutzt. Deswegen stehst du auch schon seit einer Minute. Ja, weil ich irgendwie was gehofft halt habe zu sehen, aber... Ah ja, hier sind ja ein paar Schatten. Das tut mir jetzt irgendwie leid, dass ich hier den falschen Tipp tatsächlich nicht so als falscher Tipp verstanden wurde. Mit der Windmühle, nee. Aber irgendwie dachte ich, das wäre direkt hinterm Festival. Ah, ich lag doch richtig. Ich bin nicht vor Ray of Lime gelaufen. Sehr gut, Vince. Never trust the Ray. Nicht rausgehört, dass ich das nicht ernst meine. Aber ist egal. Ja, ja. Meinst du auch immer alles todernst? Immer. Das ist doch bekannt. Ach, guck mal, das ist ja Mirko. Mirko. Ja, aber er ist noch nicht letzter. Also, so. Beta-Effekt ist nämlich sich auch noch nicht so sicher. Beta-Effekt hat sich selbst verwirrt.
Ich glaube, Beta-Effekt ist gerade in der gleichen Lage, in der ich war, als wir das erste Mal diesen Zielpunkt hatten. Ja. Was bei dir war, glaube ich, noch mal. Das ist ja auch noch ein Fortaton. Ah, danke für den Tipp. Wow. Ja, ich sage nur, dass halt hier in der Gegend Fortaton. Ja, da muss ich ja jetzt hier rausfahren, ne? Sonst schaut über das der. Jetzt die Brücken sind erlaubt. Stimmt, ne? Ja, die kannst du fahren. Ja. So klein kariert sind wir nicht. Ja, weil selbst wenn ich jetzt rumfahre, fahre ich ja eigentlich in der Straße nach, deshalb. Ja, nee, ist okay. Das ist, wir haben ja gesagt, 50 bis 100 Meter machen wir ja Kulanz, also. Beta-Effekt mag wirklich einen Fortaton machen. Wir müssen nochmal betonen, wir jetzt das rausgefahren, Ziel, ey, sonst wären wir jetzt gestartet, das wäre jetzt echt bitter das gewesen. Ziel war nicht der Fortaton. Ja. Nicht? Nein, ganz knapp nicht. So, jetzt wird's spannend. Brokkoli holt auf. Wenn beide so weiterfahren, treffen sie sich noch. Beta-Effekt holt Brokkoli ab, sagen wir es so. Ach so, das ist aber nett. Aha. Es ist halt aber auch fies, finde ich, der Aussichtspunkt, ne? Aber ja. Wie das halt immer ist, der Aussichtspunkt ist nicht immer direkt am Ort, sondern manchmal einfach nur ein Ort, wo man guten Blick auf den tatsächlichen Ort hat. Wie beim Viadukt ja auch. Das ist ja nicht direkt beim Viadukt, sondern das ist ja einfach nur einen guten Punkt zum Viadukt. Und jetzt nicht jeder gucken, wo das Viadukt ist. Vielleicht kommt es noch dran, das würde ja voll... Ne? Ich glaube, das weiß jetzt jeder. Ja, ich weiß. Rein theoretisch ist es schon fast von der Liste streich. Bei der Castle ja genauso, weil das ist ja auch auf dem... Also es ist ja auch nicht genau bei der Castle, sondern auch praktisch gesehen vorne dran. Ja, auf dem Parkplatz quasi. Ja. Aber am ich Ende kann man jetzt einfach nur zum Zeppelin fahren. Oh, Beta, bist du da wirklich sicher? 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 Hier stehen so viele rum, ich denke schon. Oh, wir sind alle falsch. Das ist eine andere Kolonne. Das sieht es doch fortschneidend. Ja, aber echt, das ist eine andere Kolonne. Ist doch fortschneidend, genau. Ja, sehr schön. Ja, ich meine, gibt's ja nicht selten, ne? Winterjahreszeit und wir machen keinen CVR Offroad of Fortune Island, aber es muss auch mal sein. Ein CVR-freies Wochenende. Ja, gut, alle im Ziel. Sehr schön. Dann können wir ja weitermachen. Andi darf starten beim See. Beta-Effekt bei der Villa. Darf seine gut beim See. Fahi beim See. Gartenheini beim Dorf. Brokkoli beim See. Vince beim Dorf. Nice Fiber beim Dorf. Nur 24 Stunden Racer. Beim Dorf Sturmgolf. Bei der Villa Wayne Gott. Beim See. Und meiner eins ebenfalls beim See. Schon wieder. Ist ja sehr seelastig heute. Wer am Strand? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ist jetzt Ziel quasi der Strand oder so. Wie auch immer. Ja, unser Ziel ist. Das ist ja easy. Ambleside Village. Also viel Spaß an denen, die beim Dorf gestartet sind. Nein! Was macht ihr? Ich bin da. Alle sind da. Nice. Lenkt schon gut aus. Für den Winter ist das jetzt natürlich geil, weil wir können jetzt vom See aus wie ich den See befahren. Boah, das ist halt echt ein cooles Bild. Eine Armada an Offroad-Buggies. Sieht jetzt auch gerade geil aus, schön Sonne scheint da so. Neisen Daumen. Müssen wir jetzt weitestgehend um den Ort drumherum fahren? Oder. Nee, es reicht, es ist wie beim Monument genauso, also bis zum Stadtrand, bzw. Dorfrand in dem Fall. Darf man Straßen fahren. Weil das Ziel, das kann man glaube ich schon mal sagen, liegt genau auf einer Straße, schrägstrich auf einer Brücke, so viel verrate ich schon mal. Oh Gott! Ich glaube, die jetzt bei der Villa gestartet sind, haben eigentlich den längsten Weg, oder? Passt. Ja, und die beim Strand. Oh weh. Haben auch ja, am Strand hat man ja glaube ich keinen, oder? Nee. So, ja dann. Lasst uns Mauern zerstören. Und Bäume befahren.
gesagt, getan. Sitze nicht so laut. Selbst im Ort noch die Querfeldeinrufe, indem ich über die Parkplätze juckel. Extreme Offroad Challenge. Oh, da kann man nicht durch, shit. Oh, sorry. Boah, guck mal, da kommen sie alle angemardart. Ja, das war jetzt mal ein etwas einfacheres Ziel. Zum Glück. So. Sind ja alle schon da, perfekt. Dann können wir direkt weitermachen. Jupp. Nein. Dacht grad schon. Oha, das wird noch eng. Bäume. Ja, aber ich glaube, beide wissen, wo sie hin müssen. Kommt es mal darauf an, gut, wer die... Dass die Amble Site ist jetzt auch nicht unbedingt das Schwierigste zu finden, glaube ich. Ja, gehen wir nochmal fast 2 Jahre zurück, als das Spiel noch neu war. Da hätte der eine oder andere vielleicht Probleme gehabt. Na, vielleicht. Eigentlich für Lost In müsste man eigentlich Horizon 2 nochmal nehmen, ey. Das wär, ich glaube, das würde immer noch so für Verwirrung sorgen. Alle Wege führen nach San Giovanni, ne? Wir hatten damals ja wirklich nur die Städte. Und es waren 6 Städte, die wir zur Auswahl hatten als Zielort. Und es hat trotzdem immer in Chaos geendet. Und man muss bedenken, dass Horizon 2 von der Map ja wirklich deutlich kleiner ist. Aber trotzdem war es... Aber das ist halt genau das. Es fehlt halt einfach wieder wie in Horizon 2 eine Map mit einfach mehreren Orten. Also Orten mit Dörfer, Städte, wie auch immer. Und es wäre halt schon... cool, aber ja. Oh, wir haben Verluste. Ja, wir haben einen verloren. Ja, ich join nach. Auf dem Weg liegen geblieben. Was ich auch glaube, dass bei Horizon 2 besser als bei Horizon 4 war, dass man nicht so diese Wege hat, die man immer fährt, weil sie halt irgendwie ganz schnell 2 wichtige Punkte verbinden. Nee, es war halt so ein bisschen mehr zerklüftet. Was weiß ich. Ja, es war mehr so zerklüftet sozusagen, ja. Und es war nicht die halbe Map im Wald. Also. Ja. Ja, klar. Und die Autobahn hatte Sinn. Ja, aber man musste sie nicht befahren, um schnell von A nach B zu kommen oder so. Oder sind nur ein Stück weit oder so. Ja, nein, die war aber toller vom Verlauf. Ja, das auch, ja. Wirklich was verbunden. Ja, die Horizon 2 war schon geil. Also da so ein PC Windows 10 Upgrade wäre natürlich schon geil. Hätte ich schon gesehen. Oh ja. So, gehen zur nächsten Runde. Ich bräuchte noch eine Einladung, weil ich kann nicht nachjoinen. So mache ich. Perfekt. Ich gehe trotzdem schon mal die Startpunkte durch. Andi beim Strand, Beta beim Dorf, Darf beim Dorf, Fahe bei der Villa, Gartenheini bei der Villa, Brokkoli beim Dorf, Vince beim See, Nice Fiber bei der Villa, nur 24 Stunden Racer beim Dorf, Sturmgolf beim See, Wayne Gott wäre dann auch bei der Villa und ich beim Dorf. Ah, da fahre ich jetzt gerade hin. Boah, ich stehe allein. Noch. Einladung ein ist Andi auch steht alleine. Komm, Leuchtturm. Ja, die ist gekommen, aber es passiert nichts, wenn ich auf das Häkchen gehe. Dann such mal einen Freund oder so in dem Overlay und dann stürzt das Overlay vielleicht ab und dann musst du es nochmal versuchen, eine Einladung anzunehmen. Das ist mein Workaround, wie es funktioniert. Ich kenn die Tricks. Ich habe gerade nach einem Freund gesucht und es passiert trotzdem nichts. Aber online bin ich an sich. Ja, hast du eine neue Einladung bekommen? Ja, von nur 24 Stunden Racer gerade. Und die geht nicht, oder wie? Nee. Dann, glaube ich, ist es der Fall, wo du, glaube ich, das Spiel neu starten musst. Oh Mann. Wahrscheinlich. Ja, mach das einfach mal. Ich glaube, eine Runde kriegen wir danach nochmal hin. Dann setzt du jetzt halt mal eine Runde aus. Okay. Dann, ist das schon? So, unser Ziel ist
das hatten wir schon. Mortimer's Garden. Jo, einmal quer über die Map hoch. Okay. Das ist jetzt im Prinzip genau das gleiche wie gerade eben, nur umgekehrt. So, erstmal hier aus dem Dorf raus. Ich muss ja wirklich einmal quer durch, holy shit. Wo bist du gestartet, Villa? Strand. Oh ja, das ist fast schon der weiteste Weg eigentlich. Das ist eigentlich. Könnte in was in der weitestmögliche Weg sein, oder? Viadukt könnte fast noch weiter. Also Viadukt, weil du halt über die Highlands musst, aber. Da. Also von Luftlinie könnte es der weiteste sein, ja. Windschatten. Der Ray fährt eh wieder komplett falsch mit Stunden Racing. Wir fahren überhaupt nicht falsch. Naja. Nee, die Nomaden sind wieder hier mit ihrem Nomadenzug unterwegs. Ist so krass, wie diese Pfützen auf dem See und so weiter, dass die Fahrzeuge so richtig aus dem Leben holen. Deswegen habe ich hier auch gerne die Trackstrecke mitgenommen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Mäder jetzt auch echt die Trackstrecke. Das wäre jetzt so einfach. Muss ja ein bisschen eine Challenge sein. Vor allem stellt euch mal vor, echt so im Winter in so einem Offroad-Buggy da so mit Tempo 200 über so einen Eissee zu heizen. Ich glaube, da bist du verfroren, cool, ne? Also, gerade ich, der sowieso so kälteanfällig ist. So, jetzt muss man halt nur noch wissen, wo der Aussichtspunkt ist. Ich verrat's nicht. Und eins. Ne, da ist schon einer. Ja, oder? Das glaube ich. Da wollte ich nicht so. No, mein Brüder. Dunk. Den haben wir da. Ray, sendest du mir dann gerade bitte noch mal eine Einladung? Oder jemand, kann der schon da ist? Schnell eine schicken. Eine rausgeschickt. Komme ich irgendwie an diesem Wald vorbei? Wahrscheinlich nicht noch. Also Andi, du bist voll weit weg. Tatsächlich noch am weitesten. Ja. Aber er ist auch, glaube ich, der Einzige am Strand gewesen. Hat er ja gesagt, ne? Ich glaube, er wird nicht als letzter Star sein. Das wird traurig. Aber möglich. Ja. Ich muss hier durch. Ja, okay. Also es passiert immer noch nichts, wenn ich auf Annehmen klicke. Dann hilft mir noch ein PC Neustart, aber ob du das jetzt machen willst, ist dir überlassen. Dürfte relativ schnell gehen, ich habe einen guten Prozessor, ich versuch's mal. Die Festplatte ist einfach wichtiger, aber ja, mach einfach mal. Okay, bis gleich. Andi zögert jetzt noch ein bisschen raus, die Runde. Na? Ja, gut, das sind ja eh zwei Aussichtspunkte, ich muss mal gucken, welche gesagt, von Reinhard ist. Zwischen den letzten beiden wird's ja jetzt auch knapp. Oder nee, da ist nur einer. Wo bin ich? Nee, es ist nur einer, aber wir, das wird noch spannend. Damals zwei Runde gehabt. Ja. Ich glaube, Andi ist echt nicht die letzte. Ich hab's gesagt. Nee, Luftlinie ist er das jetzt auch tatsächlich schon nicht mehr. Wayne Gott ist der letzte. Warte. Ja, wow, da ist er nicht mal gestartet. War schon Lust vor der Runde. So, warte mal, ich stehe doch theoretisch schon verloren gegangen. Okay, ich bin zumindest beim Gebiet. Oh. So, wo ist dieser Aussichtspunkt? Okay, ja, wo ist er? Das war jetzt nicht so schwer. Ja, ne, der ist auch nicht so schwer. Ich glaube, das war, wo wir die, wo man auf der Straße fahren musste, war es schwieriger. Da reinfindet, ja. Weil es keinen Weg dahin gibt mit nur Straßen oder Offroad-Wege. Ja, nee, halt mit eingezeichneten Wegen sozusagen. Da war es ja schwieriger. Dann, ich glaube, das Problem war, dass wir hier in Mortimer Gardens zwei Punkte hatten, die wir als Zielpunkt ja, hatten. Ja, oben an diesem Siegesdenkmal-Gedöns hatten wir noch. Ja.
Wann sind alle da? Wayne Gott will wieder in die Eingangshalle. Ja. Ja, das sind alle da. Wayne Gott ist in der Eingangshalle. Jetzt muss er nur noch mal ins Spiel kommen. Ich los trotzdem schon mal aus. Das kriegen wir bestimmt hin. Ob Dorf hat ich noch nicht. Wir haben doch professional. Also, Andi, du warst noch nicht beim Dorf, dann darfst du da mal hin. Beta, Strand. Oh, cool. Darf seine gut Strand, Fahe, See, Gartenheini, See, Brokkoli, See, Winz, See, Nice Fiber, See, boah, nur 24 Stunden Racer Dorf, Sturmgolf Villa, Wayne Gott wäre dann beim Dorf, wenn er wieder drin ist, und meine Eins beim Strand. Also bin ich ganz allein bei der Villa. Ja, das kann sein, ja. Oh. Villa war ich heute auch noch nicht, also, aber Strand bin ich jetzt, nee, Strand war ich vorher schon, stimmt. Also Strand war ich bisher noch nicht. Also, bis jetzt auch noch nicht. Verhext! So. Schäfchen jagen! Komischer Zielort. Kennst du nicht? Aussichtspunkt Schäfchen jagen? Tja. Klingt nach Fortune Island. So. Wayne, du sagst, wenn man dich wieder einladen kann. Natürlich. Perfekt. Ah, das ist sogar Andi hier auch. Da. Einfach in die andere Richtung fahren und ich bin schnell da. Natürlich passiert sowas halt immer dann, wenn man in der Aufnahme ist oder so. Den ganzen Tag über bin ich aus keiner Sitzung geflogen. Ja, jetzt meint ihr, dass Innenausgaben laufen im Brief? Weißt du, entweder ich bin genau auf der richtigen Spur oder ich bin komplett falsch. Hat der da so einen roten Fleck? Interessant. Vielleicht hat das in Wirklichkeit, aber ich finde es interessant. Der Nomad hat bei den Rücklichtern oder wenn man einen Rückwärtsgang einlegt, beim rechten davon so einen roten Fleck. Kann ich bestätigen. Aber das sieht so aus, als ob er da auch hingehört, weil wenn man mal seitlich reinguckt, ist es auch so ein 3D-modelliertes Pinüppel. Ja, das ist... wobei ich glaube, das soll einfach eine rote Leuchte sein, aber die leuchtet hier im Spiel weiß. Wenn man es auf der anderen Seite anschaut, dann ist sie auch weiß. Ja, genau, das ist dann der Pinüppel nur in weiß. Das ist doch wohl ein Fehler, meine Damen und Herren. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Du hast zumindest ein Rückwärtsganglicht, wie auch immer. Ich nicht. Ja. Stimmt. Bin halt hier Straßen zugelassen. Vielleicht. Man kann mir eine Einladung senden. Mache ich gleich. Zum Spiel einladen. Einladung gesendet. So, das ist der Ruhe vor dem Sturm, vor dem Finalen. Das reagiert. Das Häkchen reagiert. Gruppenspiel werden abgerufen. Schon. Der Kolonne. Dann gehe ich direkt schon mal zum Dorf. Perfekt, wenn du da bist, sag Bescheid. Ja, ich muss nur noch mal die Filter, wobei, ja, die Kartenfilter sind egal. Okay. Wird ja eh nicht angezeigt. Also die Briefe werden in Amis seit Montag bis Freitag 9 Uhr abgeholt und am Samstag um 7 Uhr morgens. Ah, perfekt. Nur für den Fall, dass das jemand wissen wollte. Sehr gut. Ja. Danke. Also ich bin bereit. Alles klar. Unser finales Ziel ist super easy und zwar Whitewater Falls. Ne? Was? Ja, doch. Also ich finde, das ist ein sehr einfaches Ziel. Moment, was ist das Ziel? Whitewater Falls. Keine Ahnung, wo das ist. Bist du hier irgendwo gleich? Ja, also im Frühling würde es Greenwater heißen. Das heißt, es ist nur Whitewater, weil es jetzt halt im Winter ist, ist klar. Und im Herbst ist es Orangewater. Und im Sommer ist es... keine Ahnung. Gar kein Wasser, es verdunstet. Trockenwater. Drywater. Ja. Drywater, okay, meine Lieblingssorte. Komplett verloren. Gar keine Ahnung, wo das überhaupt sein kann. Hey, ich nehme ein Stück Holz mit eins. Die Spawns leider. Ich glaube, bei der letzten Offroad Edition war das auch das letzte Ziel, kann es sein? Ich glaube nicht das letzte, aber eines der Ich bin im Boden.
Was zur Hölle? War halt kurz im Boden. Ja. Sag mal, mal einer, ich schön bin abgehoben, ey. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es ist immer schön, dass du wieder auf den Boden zurückkommst bis hier. Das ist abgehobene Sache. Jawoll. Jawollo. Schon im Ziel? Ja. Nice. Das Problem ist, wenn ich alleine gestartet bin, konnte ich mich an niemanden anhängen. Oh. Vielleicht müssen wir mal so eine 12 verschiedene Startpunkte-Ausgabe machen. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, Baum. Aber die Ken-Ems sind auch immer schön früh da, ne, Vince? Hm? Mit den Ken-Ems sind wir auch immer recht früh da. Ja. Oh, ich muss... Wir sind äußerst effizient gewesen. Das heißt, wenn ich fahre jetzt einfach... Ich glaube nicht, dass du wieder durchfahren. Also du möchtest. Nee, ich kann nicht durchfahren, aber aha. Ich muss jetzt halt dieses Stückchen also fahren. Aha. Doll. Richtig. Damit ich direkt wieder hier hinfahren kann. Wirklich von alle da? Da geht's noch ein Glück auf. Das feilt. 3, 4. Ja, die drei, die das miteinander sind. Ash zu. Ich hab ne Idee, ich fahr einfach dem Water hinterher. Ich wollte so ein White Horse fahren. Ja, aber zum Glück das war das andere White. Ja, gar nichts. Ich glaube, das ist jetzt auch richtig kalt, so durchs Wasser. Ach Gott. Bei... Ja, sind immerhin 7 Grad. Ja, also 7 Grad kaltes Wasser ist, das hältst du nicht lange aus, das kann ich jetzt schon sagen. Wobei, man hat da Schneeschmelze, da kommt das Schnee da gerade auf, jetzt auch das mit rein, das wird noch kälter. Du hast doch bestimmt eine Sitzheizung in deinem Buggy, oder? Ja, ich bin Nomade, ich kann sowas aus. So, jetzt muss ich aber noch, bevor es hier bergab geht, muss ich noch rechts abbiegen. Sonst... Nee, ich fall hier nicht runter. Da habe ich so auf jeden Fall runterfallen, oder? Ja, aber mit Anlauf. So. Und alle einer fehlt. Aber wer war es? Gardenheini war es, oder wer war es so gesagt? Ne, Sturmgolf war es, er doch gesagt hat, gar keine Ahnung, wo es ist, oder? Hast du es aber leicht gefunden? Ich bin zum White Horse gefahren, also war endlich mein Ziel. Und ich bin durch Zufall aus dem Wald da rausgekommen, voll drauf. Das war jetzt echt Glück. Okay. Sehr selbst überstaunt. Das war jetzt echt nicht gewollt und ich bin ehrlich gesagt froh, weil ich wäre niemals darauf gekommen. Ja, im Prinzip. Also das war jetzt wirklich mit Anlage hin. Durch das Falls ist es eigentlich fast schon klar, weil Wasserfall, wo haben wir einen Wasserfall, ne? Also da muss man sich auch mal daran erinnern, dass es den gibt. Ja, aber Staudamm weiß man, glaube ich, dass es Staubecken heißt. Ja. Staudamm. Ja, keine Ahnung mehr, wo der auf der Karte Staudamm, war, ehrlich genau. gesagt. Ich habe am Anfang immer Staubecken gelesen. Staubecken, ja. Genau. Wir kennen sie nicht. Oh, und alle da. So, ja, sehr schön. Manchmal muss man auch Glück haben. Eigentlich könnten wir sogar nochmal eine schnelle Runde machen. Mach mal, es ging so. Wenn es jetzt das Viadukt wird, ne? So, also komm, weil es so schön war. Nochmal ganz schnell. Andi darf... zum Strand, Beta, zum See, Darf, zur Villa, Fahe, zum Dorf, Gartenheini, zum See, Brokkoli, zum Dorf, Vince, zum See, Nice Fiber, zum See, nur 24 Stunden Racer, zum Dorf, Sturmgolf zum Dorf, Wayne God zum Dorf und meine 1 zur Villa. Juhu, dann habe ich damit auch alle Startpunkte mal gehabt. Sehr schön. Ich habe irgendwie nur See. Und mal im Dorf. Ey, come on, also. Viadukt wäre jetzt so typisch, das ist ja die zweite längste Route. Ja, das Ziel ist aber, wie der Zufall es so will, das Affinken. Ne? Was? Was? Ah, ja. Das Affinken. Affinken, genau. Affington. White Horse. Oh. Ah, da holt ich ja hin. Perfekt. Genau. Weiß ich, was gemeint ist. Das finde ich dann nicht gut. Wollte man wissen.
gerade am Überlegen, wie ich da schnell fahre, weil ich will jetzt nicht schon wieder durch den Wald bäumeln. Genug Bäume heute schon drangsaliert. Ja, ich überlege auch gerade. Was wird doch heute so einfach per Fortune ein und geht am schnellsten? Der Eliminator. Naja. Oh, da bist du falsch. Naja, ich muss ja dran vorbei. Oder ich muss ja, ich nicht. Bei der Autobahn? Meine Route fühlt sich dann. Du bist nur gestartet im Strand. Ja. Ja, kann man, muss man aber nicht. Oh, Chef. Also mit der Autobahn habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich sehe gleich Broadway vor mir. Flussfels. Das hier doch die richtige Richtung. Ah ja, Stonehenge haben wir hier neben uns. Wunderbar, du bist hier lang. Entschuldigung, es geht gerade mit mir durch. So. Die machen ja an sich schon was zu fahren, muss man sagen. Aber in den Meisterschaften sind die halt so doof, weil die KI einfach so overpowered ist. Also nehme ich einmal einen Wald und dann. Aber ich glaube, hier an der Stelle kann ich doch dann schon überqueren, oder? Muss ich nicht mal eine Brücke nehmen? Geht das hier an der Stelle schon? Nein, geht nicht, schade. Weiter runterfahren. Also es ist schon faszinierend, wie man stellenweise dann doch keine Ahnung mehr hat, wo man ist, obwohl man ja eigentlich weiß, wo die Ziele liegen. Da war also ich glaube, es ein bisschen südlicher. Und ne, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich will nicht die Brücke nehmen. Ich will es jetzt, ich will official übers Wasser fahren und den Baum mitnehmen. Aua. So, das ist jetzt das eigentlich ein Wasser. Mist. Dann ist das aber doch gleich, oder? Eigentlich gehen, dass ich das überfahren kann. So, das ist perfekt. Ich weiß gar nicht, wie ich so südlich bin. Ja, ich weiß. Timaland, die Exotex sind auch mal vorne dabei. So, normal müsste das jetzt hier auch sein. Oh, krass. War gar nicht so weit hinten. Nee. Ich habe mich für am Ende auch für eine Challenge-Route entschieden. Aber okay. Und ich glaube, bin immer wieder hart lost. Bist du? Nein. Na, fahr hier, wo bist du gestartet? Dorf, glaube ich. Ja, ah, Dorf. Okay. Kommen sie an. Ah, das ist er. Mirko, du siehst da rechts von dir so ein großes Gebäude, ne? Oder so ein großes Areal. Ich würde mal auf die andere Seite davon gehen. Meinst du links das Gebäude von mir? Wir fahren, ob du jetzt Richtung Norden oder Süden schaust. Jetzt ist es hinter dir. Richtung. Okay, dann war es doch richtig. Da habe ich nur kein Haus gesehen. Ja, deswegen sagte ich ein größeres Areal. Versuch mal auf der anderen Seite davon. Es gibt eine Arealtankstelle? Was? Ja. Ach oh Gott. Ariel, weißt du, die. Lukas ist du. Im Meer nicht mehr so viel verdient, aber da ist so viel Öl drin, dachte sich, Mensch, kann man eine Tankstelle aufmachen. Jesus Christ. Ja, Sturmgolf ist auch gerade. Da Ariel auszusprechen sehr schwierig ist, hat sie gedacht, komm, kürze mal ein paar Buchstaben raus und dann blieb nur noch Aral übrig. Ich verstehe. Richtig. Das ist die Entstehungsgeschichte von Aral. Wieder was gelernt. Und jeder, der was anderes behauptet, liegt falsch. Gar keine Ahnung. Absolut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich schon dran vorbei bin oder nicht. Wer? Kann mich nicht entscheiden, auf wen ich gucken soll. Einfach raus und auf beide schauen. Ja, aber ich will so mit dem Zeiger auf drauf sein, weißt du? So, ah. So fokussen. Ich hab die Schärfe gefunden. Da bist du schon mal fast richtig, aber wir suchen ein Horse. Oder einen Affen. Oder einen Affen. Der Affen. Warum steht da eigentlich Ashbrook? Was ist da, was sich Ashbrook nennt? Ich denke mal, das Gebiet, oder? Wird Ashbrook sein. Ich fand das Gebiet ehrlich, weil die eingerahmt sind ja eigentlich Stadtnamen, aber da ist ja weder Stadt noch Dorf. Ich glaube, die meint es als Dorf, dieses kleine Ding am Drift, so, ne? Ja, an der Kreuzung. Ach so, diese paar Häuschen da, soll Ashbrook sein, okay. Verstanden. Ah, okay. Das ist ja ein großes Dorf.
Wo ist heißt München? München? Noch nie gehört, das muss ja eigentlich ein kleines Dorf sein. Ja, so ein Kaff. Wohnst du in München oder was, Vince? Nee, aber nichts gegen Minga, Alter, sonst gibt's Stress. Ich glaube, die haben vor kurzem das Feuer entdeckt, oder? Schau mal, München. Ich kann bestätigen, der Fortschritt ist gigantisch, ich spiele schon mit euch. Und das, obwohl wir wirklich erst vor 3 Monaten mit dem Feuer angefangen haben. Ja, das ist ein Importgerät bei dir. Ah ja. Also ihr macht es beide doch sehr spannend jetzt hier zum Ende. Fahren wahrscheinlich also ich weiß, genau wisst ihr nicht, wo das White Horse ist? Nee, oder? Gerade nicht, nee. Ich glaube, das ist eher die Challenge daran vorbeizugehen. Also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr beide quasi euch mehr entgegenkommen würdet, würdet ihr beide es in der Mitte treffen. Also wenn ihr jetzt beide wisst, wo der andere wäre, dann müsst ihr da einfach nur entgegenfahren und würdet euch in der Mitte genau beim White Horse treffen. Und ihr fahrt beide genau in die falsche Richtung, kehrt mal bitte um. Es ist wie so ein Spiegel zwischen euch. Der eine fährt in die falsch und der andere. Ich weiß die Gegend, ich weiß aber jetzt nicht ganz genau, wo der Aufsichtspunkt ist. Der ist genau beim White Horse. Also der ist wirklich jetzt genau beim White Horse. Und der ist sogar auch nicht auf einer Straße, sondern der ist wirklich Offroad oder querfeldein. Oh hier. Ihr seid beide auch in der Nähe. Es ist nicht, ihr seid nicht weit von weg. Also Sturmgewitter stand noch mal ein paar Meter daneben schon. Das stimmt, du. Sturmgewitter war schon mal näher dran. Immerhin etwas erreicht. Nein, Mirko. Also irgendwo hier auf dem Feld sein. Also, Mirko ist in der Nähe von Affington und Sturmgolf ist in der Nähe von Horse, wenn man das jetzt auf der Map den Schritt zieht. Das ist richtig. Zieht. Ich fahre schon wieder beide in die falsche Richtung. Also. Für eine fährt Horse, okay, dann muss ich da hingehen. Das ist fantastisch. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich fragen, warum diese Lost-In-Folge über eine Stunde geht, dann wissen Sie jetzt Bescheid. Also, dass das White Horse die Herausforderung wird, ne? Ja, siehst du mal, manchmal kommt es ganz unverhofft. Da ist gleich jemand hier. Wenn ich sagte falsche Richtung, meinte ich das so. Ja, hier ist der Süden, ich bin bei der Mauer. Aber vielleicht ist da ja auch was, weil das ist ja auch ganz viel bespielbares Gebiet, was gar nicht benutzt wird. Da muss man auch ich mal. Ich dachte, ich würde in den Norden fahren, bin ich ehrlich mit euch. Ich dachte, ich würde in den Norden fahren. Tust du jetzt gerade, ja? Ja, jetzt. Okay, da muss es irgendwo hier sein, aber. Da bist du doch schon quer drüber gefahren. Ja, aber verloren. Vielleicht ist es jetzt auf einmal dann doch da. Die Welt verändert sich. Moment, jetzt es geht in die Richtung. Stehen. Er fährt im Osten vorbei. Es ist wie ein Spiegelbild. Der eine fährt da in die falsche Richtung, der andere fährt da. Das ist, halt wie ein so Spiegel. In der Mitte eine ist, fährt der ist so ein Magnet. Okay, in der Mitte gute ist Nachricht. Und dann auch so rum sind auch ich habe das Dorf gefunden. Das White Horse ist quasi die Spiegelachse zwischen den beiden. Und dann fahren sie. Das ist punktsymmetrisch. Der eine fährt genau, punktsymmetrisch, genau. Da, wo ich gerade bin, ich ist schon das wieder kleine Dorf. Das ist so geil. Der eine fährt nach rechts weg, der andere, oh, wie geil. Das ist so gut. Es muss irgendwo hier sein, weil ich hab das Dorf gefunden. Das müsst ihr mal sehen. Ah, jetzt gehen sie zwar beide. Jetzt ist es eher wieder eine Spiegelachse. Jetzt sind sie nämlich beide selber Weg nach unten, nur halt einer links, einer rechts davon, ja. Also da ist das Dorf, das hab ich gefunden. Da muss es drüber sein. Jetzt geht's mal hier. Moment. Jetzt kreist so, es doch damit fährt Mirko zum vierten Mal über diesen Fluss. Ich bin komplett gerade das Ziel ein. Wenn ich Mirko irgendwo hier sein. Jeff meine ich, fährt zum hier ist die Artburg Rundschleife. Hey, hier ist das Dorf. Hier muss doch irgendwas das gut doofe aus. Ding sein. Da ist die Mühle. Oh. Mirko. Jetzt wird's spannend. Oh. Ich möchte nur sagen, ich bin enttäuscht. Kannst von du wem? Sein. Absolut. Also theoretisch stehst du gerade drauf. Das stimmt. Er steht auf dem Ohr Mirko. Von Affington steht er drauf. Oder fährt drauf rum. Mirko, es gibt... Er verlässt das weg. Ohr aber gerade. Nicht so weit in den Ohren. Mirko, es gibt doch mal... Jetzt kehrt er wieder um zum Ohr. Mirko, erinnerst jetzt du dich... Jetzt ist er wieder auf dem O drauf. Er fährt zum anderen O von Horse. Ja, jetzt das H. Jetzt will er zum E von White.
Und Mirko. Eventuell touchiert er noch das Mirko. T, verlässt das White wieder, aber sieht immerhin den Aussichtspunkt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben White was auch nicht. Also Mirko, du weißt doch, es gibt einen Sprint für Querfeldein. Direkt hier unten, oder? Weißt du noch? Ach, Mirko, fahr straight Richtung Norden einfach. Ja, ich finde jetzt auch noch Norden, nachdem ich so. Raus aus dem Dorf. Mirko, dreh und dreh deinen Scheißeimer um. Mirko, und du fahr das südlich ja nicht stehen fast. Als ob du den Norden nicht findest. Das ich muss ja, da auch Mirko, zum Dorf fahren. Sie haben den Can-Am Maverick Navigationsassistenten bestellt. Bitte fahren Sie mal Scheiße jetzt nach Norden. Das kann es doch nicht sein. Ich muss ihn aber verteidigen. Ich musste auch zur Mauer fahren, um mich Mirko zu orientieren. Mirko kennt das lang genug, der muss das wissen. Nein. Mirko. Das hilft es dir, wenn Mirko, du Straßen verwenden dort dürftest? Nein, das absolut nicht. Okay, dann lassen wir das. Mirko. Das ist jetzt West, was du fährst. Also du siehst ja jetzt, um dich rum siehst du ja jetzt ja gerade ein paar Häuser, nehme ich an. Ja. Das ist wieder Süden. Das ist übrigens Broadway. Und das White Horse ist nördlich von Broadway. Also jetzt musst du nur noch wissen, dass du das Dorf in irgendeine Richtung verlassen musst. Wahrscheinlich. Man munkelt, dass die Mühle auch in der Nähe von Broadway ist. Die liegt allerdings westlich. Eventuell könnte man jetzt kombinieren. Immerhin dreimal nur zwei Letzter, nie Letzter geworden. Ich habe eine neue Idee für eine weitere Runde. Wir starten alle ein White Horse und müssen zu ihm finden. Boah, das wäre auch mal geil. Also quasi Lost in und man sucht quasi ein. Und der muss dann umschreiben, da wo er ist. Also der ist irgendwo auf der Welt und muss dann so umschreiben, was er sieht. So nach dem Motto. Und dann müssen die anderen. Also nach und nach entblößt er immer mehr, was er halt sieht oder was das Gebiet auszeichnet. Das wäre eigentlich mal geil, oder? Also so eine Lost Inn so in einer etwas anderen Form. Dann sitzt er im Wald. Das ist einfach schon keine Lust mehr. Das war jetzt wahrscheinlich Inaktivität. Ja, das kann sein. Norden, genau. Jetzt einfach die Richtung halten. Habe ich mich auch so blöd angestellt? Ja. Das geht. Also ich fand es schon echt extrem krass, wie ihr echt parallel zueinander die gleichen Aktionen gerissen habt, nur auf der anderen Seite jeweils. Wenn der eine Richtung Norden weggefahren ist, ist der andere Richtung Süden weggefahren, der eine Richtung Westen, der andere Richtung Osten. Ich sehe was. Ja, ich sehe was, Leute. Ne. Und jetzt rennt nach rechts, Mirko. Also, halt. Ich will gar nicht sehen, wo ich her bin. Also, halten wir mal fest. Wären wir eine Kindergartentruppe, würden zwar wir oder Teile dieser Kindergartentruppe verloren gehen, aber es würden alle auch wieder zurückfinden zur Gruppe. Das ist doch schon mal schön zu wissen, keiner ging verloren. Naja, außer ja, es ist nicht immer selbstverständlich, ja. Weißt du, der Ausflug geht von Nürnberg nach München und kein Jimmy muss am Brandenburger Tor abgeholt werden. Ja. Ist so, ja. Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Das soll es mal wieder gewesen sein mit einer Lost-In-Ausgabe. Und wie ihr gerade schon vernommen habt, haben wir eine Idee für eine neue Sonderausgabe zu Lost-In. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Checkt die anderen Sichten aus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst Feedback in den Kommentaren da. Danke nochmal an alle Herrschaften hier in der Runde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.